Oh, hallo, da seid ihr ja schon. Seid willkommen in einem neuen Video. Ich bin der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute ein bisschen Sushi zubereiten. Ganz viele haben schon mich angesprochen und haben mich gefragt, wann wir das denn mal machen. Heute ist der Tag, wo wir das machen wollen. Ich bin gerade dabei, hier Karotten klein zu schneiden in dünne Streifen, weil die brauchen wir für unsere Inside-Out-Rolls mit ein bisschen Hähnchen. Dazu dann gleich mehr. Als erstes müssen wir jetzt uns ein wenig Reis kochen. Das wird uns Jajuk jetzt mal eben schnell zeigen, wie das geht. Vorab, wir haben einen speziellen Sushi-Reis uns gekauft. Der ist so ein bisschen vergleichbar mit unserem Milchreis. Und wir gebrauchen dafür so einen Cup. Das ist so groß. Und 3 Cups hiervon mit Reis und 3 Cups Wasser. Das ist das Verhältnis, was wir gebrauchen bei unserem Reiskocher. Wir haben einen ganz altmodischen Reiskocher, wie Baujahr 55. Der funktioniert aber super. Und damit kochen wir uns jetzt unseren Reis. Jajuk wird uns jetzt zeigen, wie das geht. Und dann geht es gleich weiter. So, Jajuk tut jetzt 3 von diesen Cups, die wir hier haben, an Sushi-Reis in ihre Schüssel und wäscht die. Genau. Der muss schön gewaschen werden, bis das Wasser, was hinterher abfließt, absolut klar ist. Dieser Reis, da ist halt die ganze Stärke noch zwischen, die muss komplett aufgelöst werden und rausgewaschen werden, sonst wird der völlig klebrig und das wollen wir ja nicht. Wir wollen zwar, dass er klebrig ist, aber nicht durch die Stärke, die jetzt da drinnen ist. Ich gieße mit diesem Cup, das ist nicht so, dass Wasser richtig klar ist. So, Jajuk hat jetzt den Reis gewaschen. Das Wasser, was man da jetzt sieht, das ist das Wasser, was jetzt gleich zum Kochen gebraucht wird. So, jetzt tun wir diesen Einsatz in unseren Reiskocher und kochen jetzt diesen Reis mit unserem Reiskocher. Da müssen wir uns jetzt erstmal nicht mehr drum kümmern. Es geht voll automatisch. So, wir gebrauchen so Karottenstreifen. Sorry, dass ich euch jetzt gerade nicht angucke dabei, aber dann schneide ich mir sonst in die Finger. Diese Streifen werde ich dann gleich schön auf dem Teppanyaki-Grill. Das muss man aber nicht mit dem Teppanyaki-Grill machen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten 100 Videos noch sagen. Das kann man auch in der Pfanne machen. Die werde ich jetzt gleich einmal kurz andünsten, weil so sind die natürlich viel zu hart. Das zeige ich euch aber dann gleich, wie es geht. Dann brauchen wir noch eine Gurke. Da brauchen wir auch so eine Dünnstreifen und ein bisschen Hühnchen. Das werde ich dann auch gleich auf unserem Teppanyaki-Grill kurz andünsten. Aber dazu dann gleich mehr, wenn es soweit ist. So, eine Gurke brauchen wir. Vorderes und hinteres Teil nehmen wir mal weg. Dann schneiden wir die einmal lang auf. Dann nehme ich mir jetzt einen Löffel, mache jetzt einmal hier in der Mitte die Kerne raus. Die ist natürlich vorher gewaschen, ist auch ganz klar. Und dann kommen einmal da die Kerne raus. Ich würde sagen, so eine Hälfte reicht bei uns jetzt völlig aus. Die Hälfte, die heben wir uns für später auf. Und jetzt müssen da wieder feine Streifen rausgeschnitten werden. Das heißt, ich mache mir die jetzt einmal so lang. Ich glaube, ich will die auch nur halb so lang haben. Dann lässt sich das nämlich besser gleich in den Sushi hineinlegen. Und jetzt schneide ich da immer so schmale Streifen raus. So, die Gurken haben wir schon mal hier.
jetzt habe ich mir letztes Mal beim Einkaufen Hähnchen-Innenfilets mitgebracht. Die werde ich jetzt schön mir noch in dünne Streifen schneiden. Die werden dann auch gleich schön gebraten. Und den lassen wir so. Ich schneide die vorher klein. Ich habe die auch schon anders gemacht. Wenn man die erst brät und dann klein schneidet, ist das immer so ein, lässt sich das nicht so schön schneiden. Und man kann immer schlecht erkennen, wie durch oder wie trocken das schon geworden ist. Somit schneide ich das jetzt vorher. Dann brauche ich das nur ganz kurz zu braten. Und dann sind die im Grunde auch schon so fertig, wie ich sie gerne haben möchte, um sie dann gleich im Sushi mit zu verarbeiten. Das ist natürlich eine ziemliche Fleißarbeit, was ich jetzt hier gerade so mache. Das ist mit die meiste Arbeit, die man jetzt so hat. Wichtig finde ich dabei immer, dass man anständiges Werkzeug hat. Also ich schneide sowas hier alles mit diesem Messer. Das ist schon ziemlich speziell und ist auch verhältnismäßig schwer, lässt sich aber super schärfen und ich arbeite damit schon sehr, sehr, sehr gerne. Aber ist halt Gewöhnungssache. Ich habe auch noch andere Messer, mit denen ich arbeite, aber dies hier geht dafür echt klasse. So, jetzt werde ich als erstes erstmal das Hähnchen und die Karotte anbraten. Unser Reis ist da am Kochen. Um den müssen wir uns jetzt in diesem Moment nicht kümmern. Das geht alles von alleine. Wenn der dann gleich soweit ist, dann müssen wir noch einmal schnell eine Soße für den Reis herstellen, die dann da gleich schön untergemischt wird, damit er seinen typischen Geschmack bekommt. Und dann muss der auch auskühlen. Der muss ja kühl sein, wenn man ihn dann verarbeitet. Von daher haben wir jetzt ein bisschen Zeit und können ganz in Ruhe unsere Vorbereitung hier treffen. Für unseren Reis brauchen wir jetzt eine, wie nennt sich das? Ich nenne das jetzt einfach mal Soße, damit dieser Reis sein typisches Flavor bekommt. Dafür gebrauche ich 4 Cups Reiswein-Vinaigre. 1, 2, 3. Zwei Cups Zucker und eine gute Prise Salz. So, das alles muss ich jetzt schön verrühren. Das muss ich jetzt schön auflösen. Und dann können wir das nämlich gleich zu dem Reis dazu tun. Ihr wundert euch, was ich hier mache. Natürlich kann ich auch den Teppanyaki Grill als Herdplatte benutzen, kann ja mal eben schnell da einen Topf draufstellen und das mal eben schnell darauf auflösen. So, das ist jetzt aufgelöst. Ich fülle mir mal eben schnell meinen Reis in eine andere Schale und dann geht das weiter. So, jetzt zerteilen wir hier schön den Reis. Nicht rühren, er muss geschnitten werden, so damit er nicht verklebt. Sonst wird das so eine klebrige Masse nur. Das wollen wir ja gerade vermeiden. Deshalb lockern wir den hier jetzt schön auf. Und dann tue ich da jetzt schön meine Vinaigre drüber. Das verteilen wir jetzt gleich. Und dann müssen wir das nochmal so ein bisschen überrühren. Und dann war es das. Sehr schön. So, jetzt müssen wir das noch mal so ein bisschen schneiden, rühren, damit sich das, dieses Flavor überall schön verteilt. Und dann muss er abkühlen. Dafür gibt es halt auch so spezielle hölzerne, runde Gefäße, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Besitze ich aber noch nicht. Kommt in meine Weihnachtsliste, lasse ich mir schenken. Wir haben uns jetzt in das Teppanyaki Grill schon etwas helle Sesamöl getan. Da tue ich jetzt meine Karotten drauf. Die brate ich jetzt standardmäßig, wie ich das immer mache. Wie man das ja auch in unseren anderen Videos schon sehen konnte,
werde ich die jetzt kurz anbraten. Dann werde ich sie gleich wieder schön karamellisieren. Genauer gesagt jetzt. Jetzt wird es einmal ein bisschen lauter. Deckel drauf und jetzt lassen wir das da drin schön ein bisschen vor sich hin dünsten. Dann geht das ein bisschen schneller. Ich sage ja immer, das ist Brandbeschleuniger. Das Wasser beschleunigt jetzt so ein bisschen den Garprozess. Ich werde mir hier vorne jetzt ein bisschen Reisöl hinmachen. So. Dieses Reisöl, der Vorteil davon ist, dass das wesentlich heißer werden kann, bevor es anfängt zu verdampfen. Und man kann da wunderbar mit braten. Und da tue ich mir jetzt meine Hühnchenstreifen drauf und werde die jetzt schön angaren. Die sollen ja dann gleich schön in unseren Sushi. Das sieht schon ganz genial aus. Ah, ich lasse das noch ein bisschen offen, hier vor sich hin dünsten. Und hier werde ich jetzt noch mal kurz mein Hähnchenseitenfilet ein bisschen salzen. Ein bisschen pfeffern. Wunderbar. So, dann können wir das Ganze auch schon ein bisschen umdrehen. Soll ja von allen Seiten so ein bisschen kross angebraten werden. So, unsere Karotten sind dann schon fertig. Super. Haben noch so ein bisschen Biss, sind schön karamellisiert. Einfach klasse. So, dann schauen wir mal, was meine Hähnchen hier sagen. Du gehst da noch mit hin. Sehr schön. Die brauchen jetzt noch mal so ein bisschen Röstaromen. Und dann bin ich damit eigentlich auch schon fast zufrieden. Dann kommt da noch so ein bisschen Teriyaki-Sauce drüber. Weil das soll ja auch eine Karotten, Hähnchen, Teriyaki, Inside-Out-Rule werden. Ja. Ihr werdet überrascht sein, wie geil das nachher aussieht. Ich tue jetzt so ein bisschen Teriyaki-Sauce da oben drüber. Das ist jetzt eine gekaufte. Ich habe jetzt keine selber gemacht. Da werden wir das jetzt schön drin wenden. Das soll da drin jetzt schön karamellisieren. Und dann sind die nämlich auch soweit fertig. Mmh, das sieht schon mal richtig geil aus. Bin begeistert. So, die sind jetzt auch fertig. Mmh. Die herrliche Soße dabei. Richtig geil. So. Habe ich ganz vergessen, eine Avocado brauchen wir ja auch noch. Die schneide ich mir jetzt mal eben kurz durch. Sehr schön. Den nehmen wir raus. Und dann nehmen wir die da gleich aus der Schale raus. So, das ist unser Bambus zum Rollen. Das haben wir genommen, haben uns Frischhaltefolie genommen, haben es einmal so rum eingeschlagen und einmal so rum eingeschlagen. So wird es nicht schmutzig.
und lässt sich super wieder reinigen, indem wir nämlich einfach nur das abziehen. Das kommt unten drunter. Hier sind unsere Nuri-Blätter. Nuri-Blätter sollte man so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sie kauft. Weil es gibt Nuri-Blätter, die halt sehr viel Schadstoffe in sich haben, die wir besser nicht in uns haben sollten. Wenn man sich Nuri-Blätter kauft, A, sollte man in den großen Supermarkt gehen, asiatischen Supermarkt gehen und sie sich dort kaufen. Und B, sollte man darauf achten, das kann man jetzt in unserem Licht hier schlecht sehen, ich bewege das mal so ein bisschen hin, dann changiert das so ein bisschen. Sollte man sich welche kaufen, wo hier hinten genauer drauf steht, was da wirklich drin ist. Das ist nämlich, finde ich, schon mal ein Zeichen dafür, dass das nicht irgendeine illegale Firma ist, in Klammern illegal, die sich das Zeug irgendwie nach Deutschland importiert und dann hier vertickt oder nach Europa importiert, sondern dass es schon irgendwie auch eine große Firma ist, die das macht. Wir haben uns gleich zum Teil mit 50 Shields gekauft. Das rechnet sich, wenn man das häufiger mal macht. So, ich hole da jetzt mal einen raus. Da sind immer so große Gelteile drin. Die sind dazu da, damit die Feuchtigkeit sich da drin nicht halten kann. Die lässt man da auch schön drin. Nuri-Blätter sind auf der einen Seite glänzend und auf der anderen Seite sind sie matt. Wir brauchen die so glänzend nach außen, grob nach innen. Dann schneidet man das am besten einmal sich in der Mitte durch. Nicht so wie ich gerade mit durchreißen, weil eigentlich braucht man ein richtig scharfes Messer dafür. Das ist super scharf, das Ding. So, dann lege ich mir den mal eben zur Seite. So, der Klebreis, den verarbeiten wir nur mit nassen Händen. Wenn wir trockene Hände haben, dann klebt der natürlich an unseren Händen auch wie verrückt. Wenn wir schön nasse Hände haben, dann können wir die nämlich schön hier drauf verteilen. So, wir nehmen uns jetzt hier schönen Klebreis, legen die hier, wir wollen ja Inside Out machen. Das heißt, wir drehen gleich den Klebreis einmal nach außen. Wir verteilen den Klebreis jetzt hier schön gleichmäßig, einmal hier auf diesem halben Nuri-Blatt. So, dadurch, dass wir Inside-Out-Rolls machen, drehen wir das jetzt einmal um. Jetzt packen wir schön uns eine Reihe von diesem Hähnchen hier drauf. So. Sehr schön. Dann nehmen wir uns was von der Karotte. Nicht zu dick, aber auch nicht zu wenig. Wir wollen ja auch ein bisschen was in der Rolle drin haben, ne? So. Ein bisschen noch was hier ans Ende. Kann auch gerne ein bisschen was rausstehen, ist nicht ganz so schlimm. So, dann rollen wir das jetzt hier so schön ein. Immer schön so ein bisschen komprimieren, damit das halt eine schöne Rolle wird. Tara, eine schöne Inside-Out-Roll. Die nehmen wir uns jetzt, legen die erstmal zur Seite und dann machen wir gleich noch mal eine neue und dann tun wir da gleich noch schön unsere Avocado drüber. Die wird da nämlich auch drauf gerollt. So, Jajuk macht sich jetzt nochmal schnell die Hand nass. Genau, und dann geht das los. Die hat da eine etwas andere Technik als ich. Die geht erstmal bei und macht sich halt so einen ovalen Knüll, nenne ich das jetzt mal. Und dann verteilt sie den gleichmäßig da schön auf dem Nuri-Blatt. Und immer schön nasse Hände dabei. Man muss noch ein bisschen darauf achten, dass das nicht so mega dick ist, sonst hat man hinterher irre viel Reis, aber wenig Geschmack von der Füllung innen.
Mach doch einen Inside Out und einen Classic. Ja. Okay. So, für den Inside Out haben wir das jetzt umgedreht. Der Juk macht da jetzt erstmal so ein bisschen Banane, hätte ich beinahe gesagt, Gurke rein. Wir machen was Neues. Ein Sushi mit Obst drin. Genau. Jetzt so ein bisschen Karotte. Ein bisschen Hähnchen, genau. Mm, das sieht ja richtig geil aus. Wahnsinn. So, und jetzt kommt wieder die Rolltechnik. Genau, schön stramm machen, damit das da schön reinkomprimiert wird. Super. Das sieht doch wieder klasse aus. Sehr schön. So, wieder Hände schön nass machen. Schön ein bisschen Reis nehmen. So ein bisschen formen. Und jetzt den da in der Mitte draufpacken. Machen. Genau, immer schön nasse Hände, sonst geht das nicht so gut. Jojo kann das einfach viel, 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 viel besser als ich. Jetzt gibt es eine Classic Rule, einmal mit ein bisschen Gurke. Sollte man schön sehen, dass man die nicht so dick schneidet. Dann ist sie zwar ein bisschen knackiger, aber dann hast du so fürchterlich dicke Runken im Mund. Das bringt ja auch keinen Spaß. So, dann kommt wieder ein bisschen was von meiner Karotte da rein. Willst du da so ein bisschen Surimi noch mit reintun? Ein bisschen was an Fisch? Ja, können wir auch gerne machen. Ja, dann müssen wir die mal eben uns holen. Geht gleich weiter. Die Surimi kennt ihr ja von uns schon. Das haben wir ja auch schon verwendet. Beim Okonomiyaki. Das kriegt man in jedem normalen Supermarkt. Also, ich sag jetzt einfach mal so, bei Rewe kriegt man es auch. Und verhältnismäßig gut. So, das tun wir jetzt da auch noch mit hinein. Sieht gut aus. Sehr lecker. Klasse. Und dann wird das wieder schön gerollt. Komprimiert. Genau. So ein bisschen Kraft kann man da gerne dran anwenden, braucht man da auch. Super. Ich schneide jetzt gerade hier eine kleine Avocado in 1 mm starke Streifen, die kommt dann gleich oben auf einen von unseren Inside-Out-Rolls. So, ich habe das jetzt schön dünn aufgeschnitten. Jetzt kippen wir das so weg und fächern das so ein bisschen auf. Ungefähr so lang wie unsere Rolls. Dann schneiden wir das hier mal an der Kante so ein bisschen gerade auf beiden Seiten. Diese Seite brauche ich das gar nicht so doll. Sehr gut. Erst Matte zum Rollen. Meine Rolle, die erste, die ich vorhin gemacht habe. Meine gerade aufgeschnittene Avocado. Die legen wir hier drauf. Fächern das noch so ein bisschen mehr auf, notfalls. So, jetzt liegt die hier schön drauf. Dann habe ich mir schon mal ein bisschen Folie vorbereitet. Die kommt hier drüber. Und jetzt kommt der Trick des Ganzen. Wir rollen das wieder ein. Okay. Man nimmt das hier so rüber, klappt das hier drauf
und komprimiert wieder. Das kann richtig schön mit ein bisschen Kraft hier runter komprimieren, damit das hier schön an der Rolle anliegt. Tere, seht ihr? Jetzt ist das schön hier dran und hier drauf. Jetzt ist das hier in die Folie eingewickelt. Dann kann man das zur Seite nehmen. Nimmt sich das mit der Folie, so wie das ist, hierher. Nimmt sich ein super scharfes, sauberes Messer. Das mit dem Sauber muss ich gerade erstmal herstellen. Dann nehmen wir uns einmal die Mitte. Ist das Mitte? Ja. Und dann schneiden wir hier einmal runter. Dann könnt ihr schon sehen, dieses Messer ist mega scharf. Das muss immer schön sauber gehalten werden. Sonst habt ihr nämlich mit dem Klebreis sonst gleich mega ein Problem. Am besten auch feucht halten. Den nebeneinander legen. Oh, Augenmaß hat er. Das kann man nicht anders sagen. Sehr gut. So, und dann muss man sich so überlegen, wie groß man werden kann oder will. Ich finde, das ist ganz gut. Und jetzt schneide ich das einmal runter. Und dann entstehen dabei unsere Rollen. So, Folie habe ich schon mal abgemacht. Erste Rolle. Die sieht schon mal geil aus. Sieht richtig toll aus. Ja. So, dann kommt da jetzt noch mal ein wenig von meiner Teriyaki-Sauce. Die will nicht. So ein bisschen wie Glasur. Ist das geil. So. Ja. Ein bisschen Sesam. Das sieht doch schon mal geil aus. So, gleiches Spiel wie eben. Schön Hälfte suchen, Messer sauber und nass. Einmal runterschneiden. Parallel legen, Messer sauber machen. Normalerweise habe ich dafür so ein Tuch dabei, mit dem ich das abwische. Heute mache ich das nur mit dem Wasserhahn. Das ist ein bisschen blöde. Aber es geht auch. Und einfach wieder schön runterschneiden. Das Messer muss super scharf sein. Okay, dann schon wir sie mit da drauf. Oh, das sieht doch auch geil aus. Klasse. So, dann mache ich da so ein bisschen japanische Mayonnaise. Tipptopp. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein bisschen Ginger. Wir haben uns ein bisschen Ginger mitgebracht. Ginger hier hinein. Aber ganz schön groß. Mmh. Mmh. Ja, ist ja geil. Mmh. Mmh. Sehr geil. Und dann haben wir noch ein bisschen was an Wasabi-Paste. Braucht man ja auch. Kriegt man aber nicht auf. So, dann mache ich hier noch ein bisschen Wasabi-Paste hin. Braucht man ja auch. Und dann noch ein kleines Gefäß
mit Dark Soja Sauce und dann sind wir eigentlich fertig. Das mit dem Dark Soja Sauce mache ich später. Nicht mich filmen, ich bin hässlich genug. Das musst du filmen. Das ist unser Produkt. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gezeigt, wie man das macht. Ich hoffe, wir haben uns damit jetzt nicht euch so eine große Scheu aufgebaut, dass ihr sagt, nee, das machen wir lieber nicht, weil das ist ja ganz viel Arbeit. Quatsch, es bringt Spaß und der Weg ist das Ziel und am Ende des Ziels stellst du dich hin und kannst dir so eine Rolle im Mund stecken und wirst feststellen, was du Tolles produziert hast. Habe ich noch irgendwas, was ich euch erzählen muss? Ja, ich habe noch was. A, abonniert uns bitte. B, gebt uns einen Daumen. Und C, wenn ihr Anregungen habt oder noch irgendwelche tollen Rollen sehen wollt oder ihr sagt, mach uns doch mal ein geiles Sashimi oder sowas, schreibt es unten einfach rein, bitte, damit wir das lesen können, dann machen wir das oder versuchen es jedenfalls umzusetzen. Ich werde mir jetzt einfach hier so ein Stückchen Sushi im Mund stecken und euch einen schönen Abend wünschen und tschüss sagen. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.